Ja, einen wunderschönen guten Tag zusammen und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Futures Handel zur US-Börseneröffnung. Natürlich wieder mit Heiko Behrendt. Ich freue mich sehr, dass er heute mit uns das Webinar macht und wieder auch die Zeit gefunden hat, hier das eine oder andere zu zeigen. Selbstverständlich freue ich mich mindestens genauso, dass Sie heute live dabei sind und sich für das Thema interessieren. Ja, wir müssen uns gleich mal den Risikohinweis anschauen, wie immer. Aber ich möchte natürlich mich auch kurz vorstellen. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und begrüße Sie sehr herzlich hier im Namen von FX Flat. Der Risikohinweis sollte jetzt zu sehen sein. Wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Ja, ganz wichtig. So, im Hintergrund macht der Heiko sich noch einen Kaffee warm. Das gehört dazu. Das ist Pflicht hier für das Webinar. Und er wird dann noch sicherlich gleich dazu stoßen. Da. Scheint zu schmecken. Wunderbar. So, ah ja, hi Andreas, natürlich auch dann an der Stelle ein lieben Gruß an alle Twitch-Zuseher. Vielen Dank für das Interesse, vielen Dank Andreas für die Übertragung. Und Heiko, die Bühne gehört dir. Ready. Dann sollst du auch den Ja. Bildschirm bekommen. Viel Erfolg und viel Spaß. Jawohl. Dann gehen wir mal rüber auf meinen Bildschirm. Gut. Dann ja, auch von meiner Seite erstmal herzlich willkommen, sowohl an die, die hier im Webinar dabei sind und natürlich auch an die, die alle bei Twitch zuschauen. Da erstmal herzlich willkommen in die Runde. Freut mich, dass der Andreas das überträgt, wie das der Nelson gerade eben schon gesagt hat. Und ja, heute der ein oder andere, vielleicht kriegt das dann noch mit, wenn ich es nicht gesagt hätte, vielleicht wird es auch keiner mitbekommen. Aber ich will es gleich vorneweg sagen, normalerweise heißt ja die Veranstaltung Future Trading. Heute gibt es aber kein Future Trading. Ich musste auf den CFD heute ausweichen. Aber das tut ja der Sache keinen Abbruch, denn am Ende geht es ja darum, auch Entscheidungen zu treffen. Im Future ist es halt so, dass ich halt eine feste Größe pro Kontrakt habe. Im CFD kann ich diese Kontraktgröße halt einfacher wählen. Ich habe halt auch die Möglichkeit, auf dem echten Limit zu handeln, was im CFD auch nicht möglich ist. Genau, also die Unterschiede sind halt vorhanden. Nachteile sind natürlich auch beim Future durchaus, dass ich halt Kosten habe. Ja, und dafür ist wiederum ein anderer Vorteil, dass wenn ich kein Professional bin, das heißt, da kann ich ja im CFD immer nur einen Hebel von 1 zu 20, glaube ich, fahren. Theoretisch könnte ich im Future-Markt aufgrund der geringeren Margin oder Sicherheitsleistung dahinter theoretisch den Hebel über 1 zu 20 halt gehen und könnte bis 1 zu 100 dann sogar hebeln. Das wäre durchaus möglich oder knapp daran. Genau. Ja, genau. Ihr seht es hier oben links, da steht jetzt US Tech, also heute kein Future. Ja, und von daher sind wir heute hier im CFD unterwegs. Leider hat diese ganze Einstellerei und das alles zu installieren, neu und so weiter, mich doch relativ viel Zeit gekostet, sodass ich eigentlich auch heute gar keine Präsentation für euch vorbereitet habe. Aber auch das ist nicht schlimm, denn am Ende können wir uns mal die Zeit jetzt hier nehmen und wir fangen an, von oben nach unten mal den Markt zu analysieren, was ich heute erwarte. Wir können auch gerne dann nochmal auf meinen Bildaufbau eingehen. Und wenn ihr vielleicht sogar direkt Fragen an mich habt, zu einer gewissen Analyse, zum Trade-Vorgang, zur Positionsgröße, irgendwas, dann könnt ihr mir die auch gerne stellen und dann schauen wir uns das Ganze, dann werde ich das Ganze hier beantworten und mit euch dann oder ja für die Allgemeinheit dann erklären. Die Zuseher bei Twitch sind da auch genauso mit gemeint, denn ich habe mir den Bildschirm hergeholt und ich sehe euch. Also zumindest sehe ich den Chat. Also das heißt, wenn es auch da was gibt, ich habe immer mal ein kleines Auge da drauf. Genau. Bei vier Bildschirmen sollte das funktionieren, dass ich euch nicht verliere. Genau. So. Alright, alright. Dann schauen wir uns das Ganze mal an. Ich habe von meiner Analysemethode
einen sogenannten Top-Down-Ansatz und den werde ich mit euch jetzt mal durchgehen, wie ich das Ganze von oben nach unten runter analysiere. Dann kommen wir auf entsprechende Punkte. Ich werde zu dem Punkt noch ein bisschen was ausführen und dann dürfte es auch schon soweit sein, dass dann um 15:30 Uhr der Handel losgeht. Vielleicht hier so vorab. Jeder hat sich ja informiert. Jeder weiß, dass heute um 16 Uhr ja dann nochmal Jerome Powell redet und gestern hat er ja auch geredet und dort haben wir auch durchaus hohe Volatilitäten im Markt gesehen. Ja, mein Zeichentool ist gar nicht da. Ja, das ist, wenn man den Rechner neu starten muss. Genau, dann hier sehen wir nochmal, dass gestern, wo es losging mit Paul, was ich hier grün markiert habe. Und sowas könnte man heute vielleicht auch erwarten, eventuell davor auch relativ ruhiger Handel. Müssen wir mal sehen, ob sich überhaupt da ein Handel heute ergibt. Aber soweit sind wir noch nicht und wir schauen mal. Genau, ich würde mit euch jetzt von oben nach unten mal den Markt durchgehen und das einfach explizit, so wie ich halt einen Tag analysiere und würde das einfach mal mit euch gemeinsam machen. Weil es ist auch oft eine gestellte Frage, wie komme ich denn auf meine Punkte? Und am Ende ergeben die sich automatisch. Also ich mache da gar nicht so viel, dass am Ende gibt mir der Markt das Ganze halt vor. Und wir gehen jetzt mal hier rein. Ich nehme mal jetzt hier so einen Offline-Chart hierher. Und macht das Ganze mal auf Vollbild. Man könnte natürlich jetzt auch anfangen, vom Tageschart auszugehen. Vielleicht für die Leute, die es nicht wissen, wie man das hier ausblendet, gibt es auch immer mal eine Frage. Also ich blende mir das eigentlich auch immer regelmäßig aus und ich mache dann immer Folgendes. Dadurch, dass es hier eine ganz frische Installation jetzt ist, gehe ich hier auf der Trader-Einstellungen, Layout und dann die Chart-Info-Anzeige ausklicken. Und dann setze ich das Ganze noch auf Standard, so dass alle neuen Charts, die im Offline-Modus, also da, wo ich jetzt nicht raus handeln kann, dass die dann alle so aussehen. So stelle ich mir das dann direkt halt ein. Genau, denn bei neuen Chart, den ich aufmache, ist dann diese Anzeige halt weg. Oh, da habt ihr das auch schon mal. Gut, wenn wir jetzt vom Tageschart aus hochgehen, wie gesagt, ich will jetzt nicht zu groß das machen, das Ganze. Vom Tageschart her finde ich, ist der Nasdaq als solches noch relativ stabil. Wer vielleicht daneben den Dow Jones, den können wir uns ja auch mal aufmachen, dann machen wir den auch mal im Tageschart hier auf, legen die mal ganz, ganz kurz nebeneinander, damit man zumindest so, wir legen uns den mal kurz nebeneinander, damit man zumindest einen kleinen Blick hat, wie unterschiedlich doch auch die beiden Werte jetzt laufen und vor allem jetzt im Vergleich zu den letzten ein, zwei Tagen. Dann sehen wir, wenn wir uns die Kerze hier anschauen, letzte Woche Freitag, dann sehen wir doch deutlich, dass der oder unschwer zu erkennen, dass der Nasdaq noch einiges darüber ist und der Dow Jones gestern schon darunter gefallen ist. Ja, das heißt, wenn man vielleicht eher ein Trader ist, der vielleicht eher Short handelt, wäre der Dow vielleicht eher was, weil das aktuell der schwächere Index ist. Ja, der Nasdaq könnte sogar vielleicht ein starker Index sein, denn wir sind hier an diesen Hochs dieser letzten Tage dran. Und wenn die hier unterstützend wirken sollte, der DAX hat das ähnlich gemacht auch, wenn das sowas unterstützend wirken sollte. Ja, dann könnte ja vielleicht auch, im DAX haben wir es ja heute gesehen, der Markt von da unten auch ein Stück nach oben steigen. Und der DAX konnte ja heute einiges auch ansteigen. Das wäre halt schon die Idee für den Nasdaq, sodass wir hier eventuell dann halt auch nach oben steigen könnten. Was ein wichtiger Punkt für mich wäre, wäre dann das Tagestief vom Montag. Ja, falls der Markt dann dahin kommt, weil dort würde ich dann überlegen, ob der Nasdaq dann nicht vielleicht auch. So, jetzt können wir das hier überblenden wieder, ob der Nasdaq dann nicht vielleicht auch von dort aus dann wieder nach unten fällt. Also das Tagestief vom Montag, das kann man sich dann einzeichnen. Ich mache die Linien jetzt hier mal rein, ich werde sie nachher löschen wieder. Ja, so ein Tagestief, weil ich diese Linien auch im Intraday-Chart schon drin habe. Also das Tagestief hier. Dann würde ich mir, ich mache es jetzt all mit durchgezogenen Linien, ich würde normalerweise solche Linien von links nach rechts machen. Leider geht die Funktion nicht, die der Dirk sonst mal hatte. Aber der hat gesagt, er baut das wieder ein.
dass wenn man die Alt-Taste und die linke Maustaste drückt, dass dann die Linie automatisch horizontal springt. Und da das jetzt gerade nicht geht, mache ich das mit durchgezogenen Linien. So, das Tageshoch wäre jetzt hier aus dem Tageschart noch für mich jetzt relevant vom Freitag, Quatsch, vom Donnerstag letzter Woche. Das Tagestief von gestern wäre noch interessant für mich und das passt auch relativ gut zusammen mit dem Tageshoch von letzter Woche Mittwoch hier. Wenn man das jetzt noch ein bisschen ausdehnt. Also, das wären so die Preisbereiche, die jetzt hier in dem Bereich für mich jetzt interessant wären. So, die Frage, die ich mir halt stelle, wie könnte denn die Tageskerze für heute aussehen? Könnte die Tageskerze für heute so aussehen, dass wir am Ende des Tages eine Erholung sehen, eventuell bis da hoch, dass wir gar kein neues Tagestief mehr sehen? Oder sehen wir, dass der Markt halt erst nach unten fällt und dann wieder steigen kann, sodass wir eine Lunte bekommen, die bis in Richtung 12.074 geht? Das wäre noch eine Vorstellung. Und wenn der Markt halt darunter läuft, ja, um theoretisch für diesen Chart, den ich jetzt hier eingezeichnet habe, für die visuelle Kerze, wäre es ja trotzdem so, dass erstmal, wenn der Markt das machen sollte, der Markt von hier aus bis darunter der Kerzenkörper sogar erstmal so ausschaut. Und das wiederum kann ja auch sein, dass wenn der Nasdaq heute gar nicht viel höher geht, ja, und fällt, dass dann am Ende des Tages die Kerze so ausschaut, ja, und die Schwäche sich durchsetzt, so wie auch gestern, und wir einen zweiten schwachen Tag halt sehen. Also merkt man auch schon, was ist die Unterscheidung? Die Unterscheidung hier ist, dass wenn der Markt in Richtung 12.074 fällt, dann zu überlegen, für die blaue Kerze sollte ich da eher einen Fokus haben auf Long. Sollte der Markt durchfallen, kann ich auch immer noch überlegen, dass ich dann dadurch dann Short handle. Da hat man dann schon mal so eine Idee, was der Markt denn hier vielleicht machen könnte. Ja. So. Gleiche kann es aber auch schon geben, wenn wir das Tagestief von gestern ganz gut verteidigen und das Tageshoch von letzter Woche Mittwoch, das hier. Ja, das wäre auch eine Idee. Gut, das ist soweit mal der Gedanke aus dem Tageschart heraus. Dann kann man natürlich über den 4-Stunden-Chart noch gehen. Ich mache das nicht den 4-Stunden-Chart an. Ich gehe da meistens direkt dann in die Stunde rein. So, und wenn wir uns jetzt hier die Stunde anschauen, dann dröselt das Bild sich dann weiter auf. Wir sehen halt mehr Details und wir sehen jetzt hier, dass wir ja per gestern halt deutlich gefallen sind. Und was mir jetzt hier auffällt, ich mache da auch wieder eine durchgezogene Linie, ist, dass der Nasdaq es bis heute nicht geschafft hat oder bis jetzt nicht geschafft hat, diesen Bereich hier, die letzte Außenkerze deutlich zu durchschreiten, also diese Kerze hier. So. Also bis da die ganzen Tag bis jetzt seitwärts und das ist halt schon auch immer durchaus ein Indiz dafür, dass vielleicht nochmal, wenn der Markt vorbörslich so wenig sich bewegt, also eine geringe Handelsspanne hat, dass eventuell ja, die Erholung vielleicht ausbleibt und der Markt eher Dynamik auf der Unterseite halt hat. Oder dass zumindest man so warten sollte, vielleicht bis der Markt halt aus dieser Zone halt rausbricht. Wir haben auch gestern gesehen in der Vorbörse auch relativ wenig los. Also das war die Handelsspanne in der Vorbörse. Und auch am Freitag in der Vorbörse ging oder am Morgen ging hier relativ wenig. Erst oder da im Overnight-Handel, gut, da hier ging ein bisschen mehr. Aber es gibt durchaus immer mal wieder Tage, wo halt auch in der Vorbörse bis 15:30 halt relativ wenig geht. Ja, zumindest hier war es der Fall. Also da bin ich auf alle Fälle gespannt, ob wir dann mit Paul den starken nächsten Stich auf der Unterseite nochmal sehen oder ob man dieses Niveau hernimmt, verteidigt, um dann zu versuchen, nach oben wegzugehen. Das ist eigentlich sozusagen der Kerngedanke. Interessant ist dann noch ein Bereich, den der Markt hier im Stundenchart angelaufen hat, nämlich dieses lokale Tief. Ja, also ich gucke mal drauf, so ein bisschen, wenn der Markt egal ob jetzt im Tageschart, Stundenchart, auch im 5-Minuten-Chart, wenn der Markt aus einer Bewegung heraus, zeichne das euch mal kurz ein. Also, wenn der Markt aus einer Bewegung heraus, machen wir es jetzt so, Markt ist jetzt gefallen.
Jetzt steigt der Markt an und bildet dann halt hier, das ist dann die Kerze, die letzte Kerze. Und das wäre dann das höchste Tief. Wenn der Markt halt dann runterfällt, weiterfällt und sich dann nochmal erholt, dann gucke ich immer da drauf auf dieses, eine Abwärtsbewegung auf das höchste Tief. Und manchmal ist es halt so, dass der Markt genau bis dahin läuft, ja, und dann halt wieder fällt. Also es passt nicht immer, aber es passt immer mal wieder ganz gut. Es geht sogar auf den Tageschart und auf den Wochenchart. Ist das auch immer mal wieder ganz interessant. Wie gesagt, zum Beispiel hier, wo es jetzt nicht funktioniert hat, ja, also hier, ups, schwer, also machen wir hier mal horizontale Striche. So. Also hier in diesem Bereich hat es relativ gut funktioniert. Ich mache es mal blau, damit sie es abhebt vom Chart. Da hat es relativ gut funktioniert, ja, an das höchste Tief dran. Und wenn man es hier rüberzieht, da hat es nicht funktioniert. So, nur mal als Beispiel. Also funktioniert halt auch nicht immer. Aber ab und zu finde ich es halt ganz interessant. Ich glaube hier, das hat mal ganz knapp verfehlt, wenn mich nichts täuscht. Ja. Genau hier an dem in der Früh. Ja. Also dafür brauchst du immer eine starke Bewegung in eine Richtung und dann von davon auch weit weg, damit der Markt dann wieder genug Luft hat, dahin zu kommen. Aber könnt ihr ja mal drauf gucken. Vielleicht findet ihr ja in euren Basiswerten, wo ihr handelt, vielleicht seht ihr ja dann sowas auch. Ist am Ende halt eine Auffälligkeit, die halt immer mal wieder trifft. Ich glaube, ich hatte da mal im, können wir hier mal ganz kurz gucken. Da gab es mal im Wochenchart, glaube ich, mal ein Monstersignal im DAU. Wir machen jetzt mal ganz kurz den DAU hier an. So. Also, na, also der DAU hier. Also, wie gesagt, funktioniert mal, mal funktioniert es, mal funktioniert es nicht. Das hier, das. Ja. Also, wo der Markt das erste Mal hier angekommen war, da seht ihr das auch, da hat es funktioniert und hier unten hat es halt nicht funktioniert. Ja, wie gesagt, es ist aber halt ein Punkt, zumindest wo ich halt aufmerksam bin und wenn es halt, wenn der Markt dort reagiert, dann bin ich da halt bereit, wieder zu sagen, okay, dann ist es so, ja, dann versuche ich da halt auch zu. Einen Trade irgendwie auch zu kriegen. Ja. Aber wie gesagt, hier auch einmal hat es funktioniert, relativ gut, wo der Markt dann hochbildet. Beim anderen Mal wird er halt durchgehandelt. Ja. So, hier und hier, so. Genau. Oder hatte ich es so gezeichnet sogar? Ah, ich glaube, ich habe es so gezeichnet gehabt. Hier im Tagesschart war es ja. So, hier im Tagesschart, so. Ja, das war es im Tagesschart da. Genau. Also, das war dann schon ein relativ guter Treffer, war, glaube ich, hier Fed Entscheid oder irgend sowas war, das müsste man nochmal gucken. 13.12. Ja, ich habe das letzte Jahr jetzt nicht mal als Kalender hier. Aber fand ich jetzt ganz interessant. Ich habe es am Ende nicht gehandelt, aber ich hatte es halt eingezeichnet. Sagen wir es mal so. Ja. Gut. Dann sehen wir jetzt hier also die beiden Preisbereiche auf der Oberseite, die sich ergeben, auf der Unterseite. Und wir sehen, dass der Nasdaq dann heute erstmal gucken muss, gehen wir hier oben ran und weg oder halt nach oben durch und versuchen den Abverkauf von gestern halt weiter zu neutralisieren. Und gleich auf der Unterseite, Markt kommt hier runter, fällt er nach unten durch oder steigt er dann? Ich zum Beispiel bin gestern davon ausgegangen, dass der Markt halt durch dieses Tief hier nur kurz durchfällt und dann steigt. Das war ein Fehltrade gestern gewesen. Ja, und das muss man halt entscheiden. Und ja, da gucke ich mal, wie ich da die Entscheidung treffe. Ja, genau. So, und das kann ich dann weiter aufdröseln von der Stunde. Da habe ich jetzt weiter keine wirklichen ja, Bereiche jetzt dazu. Und was man hier dann noch einzeichnen kann, denn wenn man hier runter geht, jetzt zum Beispiel im 5-Minuten-Chart, dann sieht man auch, man hat eigentlich alle Bereiche relativ gut abgegriffen. Ja, also wir haben hier dieses kleine Hoch, was das Hoch aus der Stunde ist. Wir haben hier das letzte lokale Hoch, was auch hier dieses Hoch aus der Stunde ist. Da ergeben sich dann schon diese Preisbereiche, wo der Markt heute relativ gut reagiert hat. Am Tagestief von gestern hat der Markt auch bis jetzt ganz gut reagiert. Im 5-Minuten-Chart könnte man sich hier vielleicht dann noch diese Linie mit einzeichnen, dass man dort mehr noch eine Range hat. Ja, und da muss man
jetzt entscheiden, oder das ist dann die Aufgabe für uns als Trader oder jetzt hier für mich in dem Webinar am Ende zu entscheiden, bleibt der Zustand der Range erhalten oder wird er aufgelöst? Das ist halt die Entscheidung. Also suche ich hier oben eher die Short-Seite, hier unten eher die Long-Seite oder setze ich halt, dass der Markt da durchgeht. Das werden wir dann entsprechend dann sehen, wenn es soweit ist. Ja. Sollten wir es halt wirklich schaffen, den Ausbruch nach oben hinzukriegen, dann würde ich hier gucken, ob wir in dem Bereich, das ist hier das Tagestief von gestern, voll Quatsch, vom Montag. Und welche Linie mir denn hier noch so, oder welcher Bereich mir denn hier noch so einfällt, wenn man jetzt hier im 5-Minuten-Chart reinguckt, ist, da wo ich gestern halt so drauf gesetzt hatte, dass hier unten dieser Bereich dann noch halten könnte, also was ja auch ein Ziel nach oben wäre, wären dann die 12.276 und dann hier bis zum Bereich zur 96. Ja, das wären nochmal so Preisbereiche, die mir dann nochmal ins Auge stechen auf der Oberseite. Ja, also da war es ja gestern auch so. Ja, man muss halt immer überlegen, wenn der Markt halt in so einen Bereich halt reinkommt, ja, habe ich eher die Longbrille auf und sehe, dass der Markt von unten steigt und höher steigt. Oder setze ich hier die Shortbrille auf und sage, okay, das könnte per se ein Widerstand sein und ich suche dann halt die Shortseite. Ja. Genau. Und das ist genau die gleiche Entscheidung, die ich jetzt nachher da treffen muss, wenn wir hier oben hinkommen. Ja. Widerstand und hier unten ist erstmal Unterstützung. Ja. Und dann halt entscheiden, Breakout, ja oder nein. Oder Zustand, also Range bleibt Range, eins von beiden. Gut, prinzipiell sage ich schon, oder mein Standpunkt ist der, dass das, was ist, erstmal bleibt. Aber das heißt nicht deswegen, dass es immer funktioniert. Wie gesagt, gestern habe ich auch gesagt, das, was ist, das bleibt. Ja, und der Markt hält diesen Bereich und ihr seht da, ist der Markt halt einfach hier durchgerauscht. Ja, also von daher funktioniert das halt auch nicht immer. Ja. Gut, dann bin ich mal gespannt, wie der Markt heute reinkommt hier. Und wie gesagt, das Ganze habe ich jetzt hier unten dann schon. Ich halte mal die Linien, oder ja, wir können sie ja drinnen lassen, hier eine Stunde. Das hatte ich jetzt hier schon auch alles eingezeichnet. So, ich hatte das genau. Jetzt muss ich das wieder anpassen. Können wir den Daumen mal hier runternehmen. Also wie gesagt, normalerweise habe ich hier mehrere Zeitebenen. Man kann aber auch mehrere Märkte in so einem kleinen Chart machen. Was ich halt habe, ist den Chart, den ich hier in der Mitte habe. Der ist auch bei mir so ziemlich in der Mitte vom Bildschirm. Und da habe ich einen guten Fokus halt da drauf. Und deswegen lasse ich den dann so. Genau. So, hier wollte ich jetzt noch das Tagestief, das hatte ich hier vergessen gehabt. Noch einzeichnen vom. Hier ist er noch drauf gehen, der 5-Minuten-Chart. Wo war es denn jetzt? 52. Da. Jo. Und so. Genau. So, dann ja, hier auf der rechten Seite ist noch so ein bisschen ein Orderbuch, ein Dom auf. Der ist jetzt nicht mega wichtig, aber ab und zu liefert der mir, zumindest gestern hat er mir auch einen guten Grund geliefert. Ja, das ist halt, was man dann halt im Future-Handel dann sieht, was man im CFD halt nicht sieht. Einen ganz guten Grund geliefert, um halt, an einem gewissen Bereich halt gegen die Bewegung zu gehen, was dann auch im zweiten Versuch dann ganz gut geklappt hat. Es waren gestern im Future zumindest die 12.200, die der Markt gestern ganz gut verteidigt hat.
Ja, bevor es dann halt am Abend durchging. Also es war hier im CFD war es der Bereich um 12.180. Also das war hier der Bereich, wo ich gestern die Longs gesucht habe. 12.180 hier unten in dem Bereich. Da hatte ich gestern die Longs gesucht. Aber bin jetzt auch nicht so weit mit nach oben gekommen. Ja, da bin ich mal gespannt, wie der Markt da reinkommt und ja, wie er dann handelt. Ich habe dann noch zwei kleine Durchschnitte mit drinnen. Normalerweise hier in der Mitte ist es ein 1-Minuten-Chart. Wenn das Bild aber so hässlich aussieht, dann lasse ich das im 5-Minuten-Chart oftmals und lege mir dann gerne auch immer mal den 5-Minuten-Chart so drüber mit dem X-Frame. Das ist ein kostenfreier Erweiterung im StereoTrader und da könnt ihr euch zwei Zeiteinheiten in einer einlegen. Aber für das Webinar habe ich es meistens aus, weil es doch hier und da immer mal irritiert. Aber ansonsten nutze ich das halt so. Genau. Gut, ja, dann gibt es erstmal da weiter nichts zu sagen. Was ihr jetzt im Bildschirm nicht seht, das habe ich jetzt nicht richtig angepasst. Ich habe immer noch, das könnt ihr auch machen. Immer noch die Einzelwerte hier offen. Die Top, jetzt sind es 1, 2, 3, 4, 5, die Top 5 hier. Das ist jetzt auch heute, wo News kommen, eher nicht so wichtig, weil meistens dann die News dann halt futureseitig halt gehandelt werden und die Kasse eher folgt. Aber es gibt halt immer mal wieder Tage, wo halt die Kasse, wo halt ein, zwei Werte von diesen Top-Werten ziemlich durch die Decke geht oder durch den Boden fällt und das hat dann halt auch Einfluss auf den Markt und das da tue ich mich dann daran zu orientieren auch ein bisschen, genau. Das erstmal soweit dazu. Genau, dann würde ich jetzt hier erstmal warten, die nächsten 2, 3 Minuten, bis der Handel hier losgeht. Ihr werdet dann hier auf der rechten Seite sehen, wie der Markt dann halt massiv durch die Kante knallt. Ich habe es hier mal so eingestellt, dass man alles, glaube ich, oberhalb von 15 Kontrakten ist immer markiert. Alles, was unter 15 Kontrakte ist, das ist dann hier ein bisschen kleiner. Und auf der rechten Seite sieht man dann so die Käufe und Verkäufe, die lösche ich immer von Zeit zu Zeit. Und dann sieht man halt, was auf einem gewissen Preisbereich halt gehandelt wird. Ja. Und was dann manchmal auffällt halt, so wie jetzt hier, dass halt manchmal so größere Kontraktzahlen reingestellt werden und manchmal der Markt dann davon wegrennt. Ja, 20 Kontrakte ist jetzt keine größere Zahl. Ja, das müssen dann schon 100 Kontrakte oder mehr sein. Ja, und dann kann es sein, dass da ein bisschen Action dann kommt. Und wenn das Orderbuch dünn ist, ja, dann sieht man jetzt hier auf der ganzen Strecke, ja, da sind hier unten erst 15 Kontrakte, sonst überall viel, viel weniger. Also unterhalb von 15. Ja. Man kann es auch sich auf 10 einstellen, ist auch möglich. Vielleicht stelle ich es auch nachher nochmal um, je nachdem, wie das Orderbuch dann ausschaut. Genau, normalerweise würde ich dann ab der Rede von Paul noch ein anderes Webinar anmachen, aber da das auch über GoTo Webinar ist, kann ich das dann nicht hören. Und zwar nutze ich dann noch so eine Squawkbox und bei der Squawkbox ist es so, der erzählt mir, also der Alex Meyer, der das dort macht, der erzählt dann die News in Deutsch und dann kann ich da einfach mithören. Und kann dann eventuell direkt auch überlegen, ob ich jetzt, wenn ich News gerne handle, halt dort mithandle. Ja. Genau. Schreibt doch gerade, genau. 725 Kontrakte, genau. 725 Kontrakte ist eine sehr schöne Zahl. Wären im echten Future, damit man es mal auf den echten Future runterran, das ist ein kleiner Insider, 725 müsste man durch 20 dividieren, wären dann halt im echten Future 36 Kontrakte. So, da geht's los. Wir gucken mal, wie die Eröffnung hier reinkommt. So, Überlegung halt, ob wir hier am Hoch in diesem Bereich dann eher die gucken, ob der Markt da oben hält, diesen Bereich und man eher die Short-Seite sucht. Oder also mit einer Position würde ich auf alle Fälle versuchen. Und mit einer jetzt, oh, jetzt weiß ich nicht, ich habe vorher noch gar nicht geguckt.
Limit Pullback, mal gucken, was hier eingestellt ist. Ich meine, vier Punkte machen, wenn es volatil wird. So, also ich habe eine Limit Pullback hier oben am Widerstand hingestellt, falls der Markt dann hochgeht. Abstand von 4 Punkte wird das Ding dann mitgezogen. Und kann man sehen, wie gesagt, von der Größe her, zwei CFDs entsprechen ein Mikro-Future-Kontrakt. Erstmal gucken, ob wir da hochlaufen. Das heißt, jetzt klicke ich es halt nicht Market, sondern wenn jetzt der Markt sehr schnell runterfällt, dann bin ich drin. Jetzt bin ich drin. Den Stop lassen wir hier drüber. Hier oben würde ich dann nochmal eine zweite Position reingehen. Ich handle eigentlich die Eröffnung relativ wenig oder ungern, aber hier in so einer Trading Range durchaus. Klar, wenn er die bricht, dann wäre es zumindest für mich jetzt wieder ein Hinweis, doch nicht die Eröffnung zu handeln. Wenn aber die Range gehalten wird, dann ist es doch eigentlich, dann wäre es eigentlich ganz gut zu sagen, okay, da kann man das auch mal probieren oder riskieren. So, mal gucken, ob die erste, also die nach der ersten Minute, ob der Markt hier ein bisschen runterkommt. Ansonsten die Öffnungsphase ist halt auch immer durchaus schwierig, aus dem einfachen Grunde, weil halt dort immer noch mal geschaut werden muss, wie halt die entsprechenden Einzelwerte halt reinkommen. Und manchmal ist es halt so, dass die ja, dass die Einzelwerte halt nicht so reinkommen, wie man das erwartet hat und oder eine Order halt haben und dann wird es halt zur Eröffnung dann meistens sehr, sehr volatil. Jetzt die oberste Position, die wurde jetzt nicht gefüllt, das wäre natürlich ganz cool gewesen. Da waren wir zu nah dran. So, jetzt würde ich aber hier auch machen, hier unten würde ich dann wieder einen Teil rausnehmen. Und falls der Markt dann halt komplett runter geht und der die Kerze sogar noch auf schwarz dreht, dann wäre es halt perfekt. Also in der Mitte ist jetzt nur der 5-Minuten-Chart an. Ja, die Uhrzeit könnte man hier nochmal mit anmachen. Ja, Quatsch. So. So schön wäre es, wenn die Kerze jetzt hier auf schwarz drehen würde. Im besten Falle wäre dann schön in der Range halt. So, wenn die letzte Minute angebrochen ist, dann werde ich den Trade auf BE legen, weil ich möchte unbedingt hier, dass die Kerze schwarz wird, also oder unten schließt. Ich will nicht, dass die in der letzten Minute hochrennt und dann doch noch oben schließt. Das will ich vermeiden. Also ich will auch nicht, dass die Kerze oben schließt, weil dann die Gefahr von dem Ausbruch halt besteht. So, jetzt gucken wir mal Limit Pullback hier auch an mit 4 Punkten Abstand. Und mal gucken jetzt, ob er das hier ein bisschen runterzieht. So, eine Position ist raus, die Hälfte. Und die andere Hälfte bleibt jetzt hier der Stop. Also ich will jetzt nicht in der Minute, normalerweise müsste ich den Stop-Loss da oben lassen. Ich will aber einfach nur nicht, dass die Kerze oben schließt. Die soll jetzt für mich unten schließen. Und wenn sie das umsetzt und gut umsetzt, dann ist es okay. Wenn sie jetzt doch in der letzten Minute hochrennt, dann muss ich halt immer überlegen. Ja, nur als Beispiel jetzt, wenn der Markt jetzt da oben schließt, die Minute und die neue Minute, 5 Minuten geht weiter, dann vielleicht werde ich da auch wieder ausgestoppt und deswegen lasse ich den Stop jetzt da BE halt. Ne? So, was wir hier so ein bisschen sehen, ist, dass der im 5-Minuten-Chart, dass wir hier so eine kleine Tendenz auch haben, solange die halt auch nicht unterschritten ist, ja, wird es halt auch schwierig mit noch weiter runter, aber das wäre natürlich schon die Idee, weiter nach unten zu kommen. Wir gucken mal hier, ich habe es irgendwie so, warum ist, ich weiß nicht, warum das so weit hinten ist, aber wahrscheinlich. Aber wir sehen jetzt hier oben die Apple-Aktie, die ist sehr, sehr gut hier reingekommen zum Close von gestern. Und die hat dann sicherlich jetzt nochmal, also wenn die noch runterkommt in Richtung Gap-Close, dann wird es natürlich richtig, richtig schön. So. Ja, ich habe, wie gesagt, jetzt nicht geschafft zum Einstellen. So. Ja, hier unten in der möglichen Unterstützung würde ich dann auch nochmal 0,5 nochmal rausstellen. So. Jetzt habe ich nochmal 0,5 hier rausgestellt. So. Und jetzt kann der Markt machen, was er will. Das ist mir jetzt so wurscht. Ja. Ich habe jetzt 2 Drittel beendet in dem Trade und ja, genau.
Also bis jetzt im Stundenchart, das ist auch immer interessant, durchaus mal zu gucken. Klar, die Stunde ist jetzt noch lang, aber wenn man sich das hier anhat, um zu sehen, wo hat man sein Trade in der Stunde platziert. Also klar, die Stunde, wie gesagt, ist noch lang, aber es ist manchmal halt ganz cool zu sehen, falls die Stunde jetzt doch tief geht. Ja, und man hat hier oben seinen Short drinne gehabt. Denn zu sehen, okay, der war ja doch ganz gut, also an der richtigen Stelle platziert als Widerstandstrade im Widerstand, Widerstandstrade, als Range Trade. Also wer halt will, kann natürlich auch hier unten hingehen und sagen, ich skaliere sowas auf. Aber ich bin halt, ich sehe halt für mich immer auch, dass jede mögliche Unterstützung halt auch nur gehalten werden kann. Und der Markt kann von hier aus in der nächsten Minute oder nächsten 2 Minuten auch wieder da hochlaufen. So, ich weiß ja noch nicht, wo der Bereich jetzt kommt, und das will ich nicht. Und man kennt das, ich kenne das, oder man sieht das auch sehr oft, ja, hier im Nasdaq, dass der Markt halt auch unter einem Tief einer vorgehenden 5-Minuten-Kerze auch wieder komplett hochdrehen kann. Also da muss man sich nur gestern den Markt anschauen. Ja, und deswegen bin ich jetzt so froh, ich habe 2 Trade draußen. Schön wäre es natürlich gewesen, da oben die zweite Position drin zu haben, weil dann wäre es richtig cool, weil dann hätten wir ja von da oben nochmal schon 36 Punkte. Das wäre richtig nice gewesen. Leider ein Punkt zu knapp. Aber gut, so ist es nun mal. So, jetzt mal gucken, ob der Markt hier unten das hier brechen kann. Den Unterstützungsbereich ja oder nein. Wenn er bricht, dann bin ich halt mit einer kleinen Position dabei. Und wenn er ihn hält, dann ist auch okay, weil ich bin sowieso jetzt nicht mehr großartig investiert. Was halt noch eine Überlegung wäre, im 5-Minuten-Chart wäre, dass man vielleicht hier unten trotzdem sagt, okay, man skaliert hier unten nochmal 0,5 rein für 10 Punkte und guckt nochmal, ob man den Trade halt nochmal aufbauen kann. Aber ansonsten würde ich es jetzt hier so lassen. Heiko? Ja. Ach so, ich dachte, Ich jetzt höre die dich. Verbindung. Okay, sehr gut. Ich dachte, die Verbindung war kurz weg. So, denn Hattest du die Frage von Jens im Chat gesehen? nee, habe ich jetzt gerade nicht. Muss mal vom Jens. Lies ihn mir mal vor. Ich habe. Was willst du denn jetzt konkret sehen, um einen Trade zu eröffnen? Das Ach war so, noch bevor du den Trade gemacht hattest, aber ich glaube, zum Teil hattest du die auch beantwortet. ja, genau. Also ja, am Ende ist es halt, man möchte. Die Überlegung ist halt prinzipiell hier oben gewesen, bin ich der Breakout-Trader und trade halt den Ausbruch, oder lege ich da oben, das habt ihr ja gesehen, jetzt ein Limit rein und setze darauf, dass der Widerstand hält, so wie er halt gehalten hat. Ja. Hier unten sind wir jetzt im Unterstützungsbereich, und deswegen baue ich jetzt den Trade auch nicht weiter auf, weil wenn ich genauso wie ich da oben davon ausgehe, dass die Unterstützung oder der Widerstand hält oder hier unten jetzt die Unterstützung hält, baue ich den Trade nicht auf. Was ich aber mir halt offen lassen will, ich weiß ja nicht, ob ich jetzt damit richtig liege mit der Annahme, dass die Unterstützung jetzt wirklich hält. Wenn sie hält, habe ich aber 2 Drittel draußen, und bricht der Markt diese Unterstützung, habe ich halt die Option, nochmal ein paar Punkte mehr zu verdienen. Man muss jetzt überlegen, also wie viel bin ich bereit zu riskieren von der kleinen Position, die ich jetzt noch drin habe, um wie viel mehr zu verdienen. Und das ist eigentlich jetzt die Überlegung, die man denn hier trifft. So, und klar könnte ich jetzt auch sagen, ich nehme diese 13 Euro, die ich jetzt mit der Position habe, hier unten noch mit, und dann ist halt fertig. Weiß aber, falls der Markt doch nach unten durchfällt, da komme ich dann halt nicht nochmal rein. So. Und sollte der Markt halt doch nach unten durchfallen, habe ich einfach die Option und sage, okay, diese 13 Euro, oder es sind ja nicht ganz 13 Euro, sagen wir mal, diese 10 Euro, die ich hierher schenke, hätten aber die Chance auch, vielleicht auch mehr als 10 Euro nochmal reinzubringen. Und deswegen an der Stelle habe ich den Trade jetzt noch nicht beendet. Ja. Wie gesagt, es ist einfach die Option darauf, dass halt noch was passiert, also dass es doch weiter fällt. Ja. Manchmal ist es gut, dass man sagt, okay, man hat seine Meinung und sagt, ich Unterstützung bleibt Unterstützung, das hält, und der Markt kommt halt nicht durch, und es ist auch gut, dann den Trade da zu beenden. Und manchmal hat man genau die richtige Entscheidung getroffen und genau am Tief einer Range dann den Trade beendet, und der Markt geht halt wieder hoch in der Range. Aber so habe ich halt Optionen halt. Ja. Und wenn diese Option jetzt zieht, dann kann ich halt überlegen, okay, was ist, wenn der Markt hier in diesen Unterstützungsbereich tiefer reinfällt? Also für mich ist das ja hier oben
der Widerstandsbereich. Und hier ist jetzt der Unterstützungsbereich Nummer 1. Und hier unten geht dann das Ganze dann los, Nummer 2, ne, aus diesem Chartverlauf raus, Tagestief von gestern und so weiter. So. Gut, was natürlich auch gut kommen würde, wäre, wenn es gestern so läuft wie gestern, eventuell der Trade wird bis zu Paul nicht ausgestoppt, was jetzt zwar nicht danach aussieht, aber so wie gestern, wenn man da auch den Range Trade gemacht hat und man wäre bis Paul drinne geblieben mit einer kleinen Position, dann wäre man direkt mit Paul Eröffnung sogar mitgekommen. Also gestern haben wir das ähnlich, lief es auch so, bis zum Widerstand und vom Widerstand aus runter. Und dann halt richtig nach unten durch. Also können wir uns auch noch mal kurz angucken. Wie gesagt, bei dem Trade passiert ja jetzt nichts. Der ist soweit safe. Ja. Gestern hier Paul, genau das Gleiche. Ja, bis in den Widerstand reingelaufen. Ich hatte hier gestern keinen Trade gemacht. Und dann kam hier Paul. Ja, und wenn man da drinnen geblieben ist in dem Trade, hat man das Glück gehabt. Die Option wäre da voll aufgegangen. Ja. Genau. Sieht aber heute jetzt nicht ganz so danach aus. Genau. Ich würde auch dann auch bei sowas dann zu den News drinnen bleiben. Entweder werde ich dann halt ein bisschen, entweder werde ich geholt oder nicht. Oder dann würde ich auch den TP hier so weglegen und gucken. Man kann den ja auch löschen, den TP, und dann den Trailing Stop anhauen, was dann halt mit dem Trade halt passiert. Ja, einen Short aufzubauen, also wie gesagt, weiter aufbauen, mache ich jetzt hier unten nicht wirklich. Da müsste ich dann irgendwie von der Struktur her sehen, dass der Markt halt eine Konsequenz hat, vielleicht auch hier das Tief zu brechen. Vielleicht, also wo ich einen Trade nochmal aufbauen würde als Breakout wäre, wenn der Markt jetzt zum Beispiel hier runterfällt und man hat dann das Gefühl, dass man dann so eine Struktur hier sieht, so, dass der Markt jetzt hier wirklich Druck aufbaut und dann nach unten kracht. Das wäre dann eine Idee, um da einen Short aufzubauen, aber das sehe ich jetzt aktuell ja noch nicht. Von daher, ja, ist das ja eigentlich die letzten 0,5 nur hopp oder top. Ja. Warum habe ich nicht die Open- und Close-Linien drin? Ich habe immer das Gefühl, dass sie nicht die sind, die ich halt brauche. Ja, also man kann die sich ja anmachen, aber ich habe es halt nie an. Also ich habe halt noch andere Charts offen, die mir die Open- und Close-Linie irgendwie so anzeigen, wie ich es gerne hätte oder aus einer anderen Software heraus. Im Stereo Trader weiß ich auch nicht, habe ich sie nie angehabt. Ja, aber wer sie halt immer anhat, der sollte sie halt auch anmachen. Ja. Also es gibt jetzt keinen Grund, die nicht anzuhaben. Ja. So, naja, wir warten einfach ab. Der Trade ist drinne. Und da eier ich jetzt auch nicht drin rum und ja, überlasse das dem Markt, ob er mich da oben nochmal ausstoppen will oder mir das Geschenk gibt und nach unten wegläuft. So, wir können ja mal gucken, ob wir hier im Orderflow irgendwie was sehen. Da unten, also wenn er jetzt hier die größere Size hier so 20, 30 mitnimmt, dann kann schon sein, dass da ein bisschen vielleicht noch was geht. Also hier ist das Orderbuch schon ein bisschen dicker. Ihr seht halt jetzt viel mehr in Richtung 15. Ja, da kommt auf alle Fälle was rein. Ihr seht hier auf der linken Seite, wie da die Market Sell Orders, also wie der Markt da das durchhandelt. Ja, und hier auch die großen Dinger, 60 Kontrakte. Ja, die sieht man gar nicht, weil das alles so ganz kleine Mini-Eisberg-Orders sind. Aber wie der Markt dann halt einfach auch 60 Kontrakte durchschnupft. Ja, und das ist eigentlich ein ganz guter, also wenn das solche Blasen sind, mit solchen Bereichen, wo wenig gehandelt wird, ist eigentlich immer ganz, ganz gut, um, wenn die gehalten werden, sowas fortzusetzen. Ja. Also sollte jetzt nicht viel, viel höher gehen. So, jetzt kommen wir in diese etwas tieferen Unterstützungsbereich rein. Mal gucken, ob der Markt jetzt hier Interesse hat, da auch nach unten durchzugehen.
Also das, wie gesagt, das will ich denn hier nicht sehen für einen Trend-Trade. Also da hätte der Markt hier nur bis zu 61 laufen sollen und dann direkt wieder fallen. Das wäre wesentlich besser gewesen. Das sieht dann hier eher nach Unterstützung aus. Also das war halt einmal runter und jetzt kommen wieder die aggressiven Käufe hier rein. Ja, Tageshoch von Mittwoch dürfte das hier so sein, glaube ich. Nee, Dienstag oder so. Aber ihr seht ja selber, wie viele Kontrakte hier am Nasdaq Future umgesetzt werden. Ja, dann weiß man auch, was für eine kleine Nummer man eigentlich ist. So, kann man mal löschen. Ja, und da gibt es dann halt immer mal so Bewegungen, die dann interessant sind, wo man dann gewisse Sachen sieht. Ja, zum Beispiel, wenn jetzt der Markt hier steigen würde und wir würden auf der rechten Seite ganz viele Käufe sehen, ohne dass der Markt wirklich steigt, dann ist das halt auch immer mal ein Hinweis. Also wenn da, keine Ahnung, 100, 200 Kontrakte nach oben gehandelt werden, der Markt kann da nicht höher gehen und dann geht er wieder ein Stück tiefer, dann sieht man schon, okay, da sind welche, die wollen auch diesen Durchbruch antizipieren nach unten, ja, und legen sich Limit-Sell-Orders rein und stoppen halt auch so den Markt auf der Oberseite. Vielleicht sehen wir nachher irgendwie nochmal so ein Event, wo man sagen kann, okay, das passt. Ja, aber die Algos sind da halt natürlich wesentlich schneller. Norbert schreibt noch, Future Open im DAO wird oft angesteuert als Ziel bei Range-Tag. Also da ich handle den DAO jetzt nicht, ich nehme das jetzt mal so hin für bare Münze, aber kann jetzt auch dazu nichts sagen, weil ich selber jetzt da nicht wirklich drauf gucke. Ja. Von daher kann ich da gar keine Aussage zu treffen. Für jemanden, der halt drauf schaut, also ich gucke halt auf die Schlusskurse dann, wenn der Markt weit weg davon ist, um das als sogenannten Gap Trade zu nehmen. Ja, und wenn der Markt jetzt so wie jetzt heute da vielleicht da so rumeiert um den Schlusskurs dann vom Vortag, dann darf er das ja gerne machen. Könnt ihr hier mal gucken. So. Ja, da eiert er ja hier rum. Gut, also scheint hier unten dann für uns erstmal doch zu sein, dass der Markt hier in die Unterstützung jetzt reinläuft. Ja, bis jetzt ein bisschen Druck ist ja da. Hier könnte man vielleicht sogar mal in die Minute gehen, mal gucken, wie es in der Minute ausschaut, im Minutenchart. Ob da vielleicht die Struktur so aussieht, dass man da vielleicht, naja, das sieht eigentlich grandios hässlich aus. Positiv wäre jetzt für mich zumindest, wenn ich immer so reingucke, dass eventuell diese Außenkerze hier verteidigt wird, also diese 1-Minuten-Kerze hier runter. Wenn sie die nicht nochmal zurückkaufen, das wäre eigentlich ganz cool für weiter runter. Ja. Also wenn man hier flink ist und schnell ist, kann man natürlich in solchen Phasen hier auch nochmal handeln. Das sind hier 10 Punkte. Also wenn man da drin handelt, dann würde ich hier oben dann 0,5 aufbauen, 10 Punkte tiefer, 0,5 wieder abbauen. Ja, und wenn der Markt halt doch hinläuft, dann ist es ja auch trotzdem okay, weil am Ende, wenn man jetzt den letzten Teilverkauf nicht gemacht hat, ja, oder wenn man dem also nicht gemacht hätte, dann würde man ja trotzdem mit dem 1 CFD dann auch in seinen Stop-Loss halt rein. Aber muss man halt dann der Typ dafür sein, der sagt, okay, ich baue das halt hier immer nochmal aus. Also wenn man richtig gut drin ist im Markt und man macht das nochmal zwischendrin, ein, zwei Positionen aufzubauen, das ist immer wie so eine Art Extra-Gewinn. Man muss halt aufpassen, dass man jetzt nicht übertreibt. Ja. Aber kann durchaus auch eine Möglichkeit sein. Ja.
Gut, 10 Minuten noch, dann kommt Master Paul. Ja, wenn, das ist vielleicht auch so eine Idee, also wenn bei mir so ein Trade so angelaufen ist und meine Gier wurde befriedigt, indem ich da 2 Drittel der Position raus hat, dann bin ich da auch völlig relaxed und am Ende mir ist fast egal, ob der Markt mich da oben ausstoppt. Daher, was ich immer nicht gerne habe, ist dann ein knapper Ausstopper. Also mal zum Beispiel, der Markt läuft bis genau dahin und fällt dann direkt runter. Das wäre ja nicht so schön. Ich bin jetzt am Überlegen, ob ich hier mal noch mal gucke, ob ich diesen Trade halt mache. Ja, oder ansonsten kostet der mich, also ob man den jetzt hier unten nochmal machen kann mit diesen 5 Punkten oder zumindest 2, 3 Punkte. Ist manchmal okay. Aber es das heißt auch trotz alledem, dass immer wenn man die Position halt hochnimmt, dass sie halt nach oben dann halt dann genauso wieder mitverliert. Ja. Also wenn ich mit 0,5 hochlaufe, versus nur mit oder mit einem Hochlauf, ist ja dann schon ein Unterschied. Jetzt gucken wir mal hier unten, ob man vielleicht den Breakout sehen. Ihr seht hier unten 90 Kontrakte auf der 60 gehandelt. Mal sehen, wenn der Markt dort kurz durchgeht, ja, dann könnte man hier vielleicht sogar einen Breakout-Trade machen hier unten. Schauen wir mal. Gibt es Fragen auf Twitch oder in Twitch? Wie sagt man es richtig? Auf Twitch? Auf Twitch, nö. Nö, da ist nichts. So. Also wie gesagt, bin ich hin und her gerissen, ob ich jetzt hier nochmal in den Trade halt eingehe. Ich habe jetzt mal, wenn ich der Meinung war, ich habe geklickt, dann ist er schon wieder gefallen. Also es hätte sich auf alle Fälle gelohnt, auf der 58 bis 57 mal zu klicken. So, Breakout Trade wäre in dem Fall jetzt durch diese ganzen 1 Minuten Tiefs. Und hier im Order Flow auf der rechten Seite sieht man, wie da der Markt da unten gefightet hat auf der 12.160. Und wie oft der Markt das hier diesen Bereich angehandelt hat. Da unten man sieht es hier auf der 58 sind 65 Kontrakte noch, darüber 20. Da müsste ich jetzt umstellen, dass man das auf jeden so als Profil sieht. Das sieht man jetzt dann hier nicht so ganz so gut. Aber das wäre jetzt hier ein Trade gewesen. Also Market Sell 0,5 rein, dann mit plus 10 raus, sind halt nochmal 5 € extra. Und dann wieder raus und dann wieder rein. Und wenn man das jetzt limitiert hier gehandelt hätte, zweimal oder dreimal sogar, dann hat man sogar theoretisch sogar den Ausstopper nochmal wieder drinne. Also wenn es dann doch hoch geht. Oder man macht halt nichts, geht da auch. Ja. Gut, jetzt kamen hier nochmal ein paar Fragen rein. Genau, alles wartet auf Onkel Jerome. Ja, vielleicht habe ich ja das Glück, dass der Master uns so macht wie gestern und plötzlich um 16 Uhr in 4 Minuten. Also das wäre natürlich schon cool, wenn er einfach dann durchrattert. Dann könnte man hier unten zum Beispiel sagen, okay, wir legen hier, also das wäre zum Beispiel eine Vorbereitung zu sagen, das ist ja das Schöne im Share Trader, der Markt geht jetzt wirklich dort steil nach unten. Das heißt, wir machen dann hier unten, aktivieren wir den Trailing Stop, wenn der genau an dieser Breakout, also ich mache mal hier den 5-Minuten-Chart wieder an. So, also wenn wir jetzt davon ausgehen, so, wir sehen jetzt den folgenden Verlauf, ich mache das hier auch nochmal aus, so, wir sehen jetzt den folgenden Verlauf, dass der Markt aus dieser Trading Range hier rausbricht. So, dann möchte ich schon bei diesem Breakout dabei sein, aber ich möchte halt auch vermeiden, dass der Markt halt runtergeht und dann hochgeht. Also würde ich hier unten jetzt einen Trailing Stop genau an diese Linie ranlegen und wenn der Markt jetzt dann eventuell mit Powell dann durchfällt, dann könnte ich dann sagen, ich mache einen Trailing Stop Arm, einen relativ engen, zum Beispiel TA20,
Abstand 5, 6 Punkte und dann, wenn der Markt sehr schnell durchfällt, dann komme ich da auf alle Fälle mit dem Breakout mit. So, und das würde ich jetzt so machen. Das stelle ich jetzt mal ein. Also, falls der Ausbruch wirklich kommt da unten, dann hauen wir hier den Trading Stop rein. Man kann auch überlegen, ob man da unten auch nochmal kurz einen Trade aufbaut. Also von da nach hier, so ein paar Punkte ist auch eine Möglichkeit, kann man ja alles. Das ist aber alles Trader-like. Wir bleiben ja jetzt hier mal bei einem. So, wir stellen hier ein Trading Stop. Da wollen wir den TA20 haben. Das ist der Tick Average Abstand. Ja, ich würde mal hier je nach Volatilität, ich würde erstmal 7 machen. Man kann das ja auch, wenn es uns dann zu weit ist, dann auch noch mal anders einstellen. Genau. Ja, und dann kann man auch den TP hier unten irgendwo hinlegen oder keine Ahnung hier, je nachdem. Das macht dann der Markt ja für uns. Ja. Schauen wir mal. Genau, Breakout Trade, verkaufst du oder kaufst du? Also Breakout ist immer der Ausbruch und das ist dann oben wäre es der Ausbruch Long und unten ist es der Ausbruch Short. Dann noch eine Frage hier, die ich noch bekommen habe. Hi Heiko, hast du auch mal früher Indikatorensysteme gehandelt, also das Signal durch Bestätigung von zum Beispiel EMA und Stochastik? Ja, das war an meinen Anfängen war das auch. Da war der Werdegang so, dass ich als erstes gedacht habe, okay, ich mache Indikatoren wie MACD oder gleitende Durchschnitte. Und dann gab es so ein Buch von Erich Florek, Neue Trading-Dimension hieß das. Und da wurden ganz neue Indikatoren vorgestellt wie DMI und DSS Brassard und keine Ahnung, also ganz komische von einer, ganz komische Namen. Und ja, am Ende habe ich dann auch gesagt, okay, ich habe das eingestellt und schlussendlich war es so, dass ein Indikator, egal wie er gestrickt ist, halt immer nur die Kurse aus der Vergangenheit in einer gewissen Art und Weise halt aufaddiert, aufrechnet, zusammenrechnet, durcheinander dividiert, ausklammert, bewertet, gewichtet und am Ende immer eine Art des zurückliegenden Kursverlaufes halt darstellt. Mehr ist es ja nicht. Und dann ist es halt so, dass man dort an der Stelle halt das dann irgendwie hat und der Klassiker, oh schade, ey, komm, ey, 2 Minuten, ey, vor, jetzt stopp mich nicht 2 Minuten vor dem Event aus. So, muss ich dich hier, ich muss dich auf, ich mach mal hier hoch. So, das schenke ich jetzt her. Also ich will jetzt wissen, ob der Paul das Ding wieder so runterfeuert. Mal gucken, ob ich die 2 Minuten hier überlebe. Wir können es ja auch gleich wieder hinschieben. Ja, der BE liegt ja hier oben. Also das heißt, ich könnte den Trade sogar bis dahin ziehen, also den Stop-Loss, dann wäre ich immer noch im Plus. Ja, wenn halt keine, weiß nicht, was ich jetzt hier im Plus bin mit dem Trade. Wenn halt keine 30, 40 Euro, sondern halt nur 2 Euro. Ja. So. 1 Minute noch, pass auf, der will jetzt in der 1 Minute geht er wieder komplett hoch. Wer? Also hier unten den Unterstützungsbereich dann doch ganz gut gehalten. Also hier unten diese Beule da unten ganz gut gehalten. So. Ja, wir waren aber gerade beim Indikatorenthema. Also schlussendlich ist es bei mir dann so gewesen, die Indikatoren haben dazu geführt, dass ich die Verantwortung meines Handelns auf den Indikator geschoben habe, was dazu geführt hat, dass ich mich mit meinem Trading gar nicht auseinandergesetzt habe. Und nachdem ich das Buch gelesen habe mit diesen neuen Trading-Dimensionen, da habe ich dann festgestellt, alles klar, ich brauche keine Indikatoren und seitdem handle ich mit Preis-Action. Das ist die Kurzform. Hi Helgo, was hältst du von der Möglichkeit im Orderbuch vom NQ auf einen Punkt pro Level zu reduzieren? Also NQ ist eh zu schnell und das zu komprimieren. Kann man hier machen, also ich könnte das hier auf einen Punkt komprimieren. Geht. Ja, also ich habe das auch mal gemacht. Sieht dann halt manchmal nicht ganz so gut aus, aber ist durchaus auch hilfreich. Also hier zumindest dieses Tool kann das halt. Also wenn das Tool das kann, dann ist es ja okay. So, jetzt kommt jetzt bin ich mal gespannt. So, was da macht, was die Rede beinhaltet. So, hier unten aktiviert es dann unseren. Wahnsinn, wie schnell das geht, ne? Hier unten, also wenn er da hinkommt, wird es unseren Dings aktivieren, unseren Trailing Stop und mal gucken, ob der dann loseiert.
Aber geht zumindest schon mal so ein bisschen runter wie gestern. Also jetzt kommen wir an unseren Trailing Stop, da liegen nochmal 50 Kontrakte genau am Tief. Tschück, und weg sind sie. So, Trailing Stop aktiviert. Wenn er jetzt hochgeht, gut, wir sind raus. Wir sind raus. An der Unterstützung, also genau, also hier, also im Stundenchart sieht man es vielleicht ein bisschen besser. Mal sehen, ob es gut war oder nicht gut war. Also hier sieht man es jetzt im Stundenchart. Ja. Ja, an diesem Tageshoch. Man kann sie noch höher ziehen. Wir werden sehen, ob es nachher gut war oder nicht. So, ja, also das war jetzt mein Unterstützungsbereich. Hier, also das Tageshoch hier und das Tagestief, das war jetzt der Bereich. Wie gesagt, es ist immer eine Überlegung, hält das Ding oder fällt es halt durch. Man kann das natürlich auch anders traden, indem man halt die Minute abwartet und dann den Trade halt nachzieht. Da gibt es halt eine Million Möglichkeiten. Man muss sich halt für irgendwas entscheiden. Ja, ich habe mich hier für den Trailing Stop mit einer relativ, also einen sehr aggressiven Stop, wo ich halt einfach einen Durchmarsch sehen möchte. Der ging jetzt hier zwar auch einen Durchmarsch, aber doch relativ volatil. Ja, also 11 Punkte vom Tief hoch. Ja, gut. Aber am Ende wäre ich, sobald der Markt halt jetzt hier 10 Punkte hoch ist vom Tief, dann wäre ich halt auch hier raus. Also egal wie. Aber hat soweit gepasst. Also für mich ist es immer an einem Punkt raus, wo ich ko komplett zufrieden damit bin. Ja. Also das hat soweit gepasst. Genau. Achso, ich wollte noch sagen, genau, man kann das hier, also ich kann das hier reduzieren. Ich kann es ja mal machen auf 4 Ticks. Dann sieht man da immer nur einen Punkt. Dann sieht das so aus, dann muss man das halt ein bisschen hier umstellen mal noch. Ja, Quatsch, warte. Da machen wir hier mal. Jetzt bin ich selber hier. Da. Jetzt mal hier das rausmachen und das raus. So, so sieht es halt aus, wenn man das ja auf einen Punkt zusammenlegt, das Ganze. Gut, wenn es jetzt hier hochgeht, rein nach dem New Setup wäre hier oben jetzt Long zu favorisieren. Wenn der Markt jetzt hier wieder reinkommt, können wir auch überlegen, ob die Unterstützung gekauft wird. Also, das ist zumindest hier schon mal ein Zeichen für mich, dass hier die Unterstützung eher gekauft werden könnte. Also typischerweise würde ich jetzt hier eher anfangen, sogar hier unten. Es ist jetzt zwar auf einer Minute, aber mal gucken. Also ich werde jetzt mal gucken, wie weit jetzt hier die aktuelle Minute nach unten handelt. Und wenn er die nicht komplett weghandelt, würde ich hier sogar nochmal schauen, ob man hier sogar Long eingehen kann, also rein technisch gesehen. Also der darf jetzt nur nicht die Minute komplett weghandeln. Wenn das jetzt hier von hier aus steigt, bis zum Ende der Minute, dann wäre es schon eher für mich so ein Thema. Wenn die Minute jetzt oben schließt, dass man das vielleicht sogar kaufen, die Unterstützung. Ja, also wie gesagt, ich weiß gar nicht, hatte ich den Trailing Stop genau an das Tief gelegt oder ein bisschen höher? Also ich weiß jetzt schon gar nicht mehr, ob wir mit dem Trailing Stop ein paar Punkte mehr gemacht haben oder nicht. Das kann ich jetzt nicht mehr sagen. Oder ob wir eher Minus gemacht haben. Müsste ich selber im Video gucken, wo hatte ich den hingelegt? Genau ans Tief, ne? Also am Ende sind es noch ein paar Punkte mehr, 5 Punkte mehr. Ich glaube, ich hatte den hier an Tief. Also das sieht schon mal ganz gut aus. Also das wäre jetzt für mich schon so ein bisschen ein Zeichen, dass wir hier vielleicht sogar das Reversal nochmal sehen. Ja, gut. Dazu bin ich zu langsam. Aber geht schon ganz schön was durch. Also man sieht das jetzt. Ach so, gut, wir haben. Das ist jetzt der Unterschied. Wir haben jetzt hier ja auf einen Punkt skaliert. Ja, sorry. Dachte schon, oh krass, auf einen Tick 300 Kontrakte, aber es ist ja jetzt ja ein Punkt. Ich habe das ja umgestellt gerade. Naja. Also bei den News ist halt auch so, gestern hat Paul relativ lange geredet, ja. Es ging, glaube ich, bis 18 Uhr oder so. Aber bis jetzt wäre ich dafür, wenn die nächsten 1, 2 Minuten jetzt der Markt nicht nochmal runterkommt, bin ich schon eher für das Thema unten. Das hätte ich gestern gebraucht. Also gestern wollte ich das so sehen, dass der Markt halt aus der Range rausgeht und dann wieder hochgekauft wird. Das war gestern meine Idee, aber die hat gestern nicht geklappt. Vielleicht klappt es ja heute. Ich habe jetzt auch kein Newsfeed an, muss ich ehrlich gestehen. Normalerweise habe ich sonst ein Die Newsfeed an. Bewegung eben um 16 Uhr war nicht Paul, sondern da kamen Daten raus über offene Stellen, Neueinstellungen und Entlassungen und die kamen viel höher rein als erwartet.
Ah, okay. Ich dachte, naja, normal ist ja eigentlich, wenn der Paul seinen Redetext veröffentlicht, da, also der redet zwar jetzt noch nicht, aber dieser Text wird, glaube ich, auch um 16 Uhr veröffentlicht. Genau, aber da kam nochmal sozusagen Ja, Arbeitsdaten nochmal rein. genau. ISM, nee, was war's? Ich müsste jetzt. Jolts, diese Ja, genau. offene Stelle. Ja, genau. Okay. Also wird der Arbeitsmarkt am Freitag heiß. Aber dafür ist immer eigentlich relativ wenig gefallen. Dann heißt es Buy on Bad News. Mal, wir werden mal sehen, was passiert. Ja, Genau, also Freitag wird gestern, spannend. ja, Freitag wird echt mega spannend. Also, wenn man da die richtigen Gedankengang zur richtigen Zeit hat, ich meine, der Dirk wird es wieder anders erklären, für den ist es ja nur ein Beschleuniger seines bestehenden, der bestehenden Systematik. Aber trotzdem, für mich ist es halt schon so, weil ich glaube, gestern, ich weiß es nicht, also ich will jetzt den Dirk jetzt nicht dissen, aber. Ich glaube, gestern hatte ich, obwohl, nee, er war ja gestern doch short, glaube ich, ja, doch. Hat ja gepasst. Ist ja runtergekommen, der Markt. Alles gut. Ja. Also ich bin ja, ich habe einfach einen anderen Standpunkt halt. Ja, also von daher. Ach nee, nee, Dirk wollte long. Ich denke, der wollte short gestern. Ist ja auch egal. Am Ende muss ja jeder seinen Standpunkt haben und darf den auch haben. Und meiner ist halt der, klar, mich interessieren prinzipiell auch nicht die News als solches. Für mich ist es aber so, dass halt es für mich immer wieder Fälle gibt, wo der Markt halt in meiner Gedankenwelt sich genau entgegen dem verhält, wie ich es erwartet hätte. Aber das ist für mich, und wenn jemand anders sagt, das ist halt für ihn anders, dann ist doch das auch okay. Wichtig ist am Ende, dass man damit umgehen kann, wie es halt ist, um damit dann auch hinter seinem Trade zu stehen mit seiner Überzeugung, weil sonst geht man ja jeden Trade immer nur mit Angst ein. Ja, und so, wenn ich jetzt davon, wenn der Markt halt einfach nach oben rausgegangen wäre, ja, dann wäre das halt auch für heute die verkehrte Entscheidung gewesen. Für mich war es ja die Überlegung, es kann ein Widerstand werden, ja, hat halt geklappt. Ja, mehr ist es ja auch nicht. Ja, also, und wenn jemand sagt, okay, er handelt da halt eher den Ausbruch, also den Breakout, dass der Markt halt weiter steigt. Und wenn man da long geht, muss man halt gucken, wo ist sein Stop. Und wenn der Stop halt dort ist, wo mein erster Exit war, dann ist es gut. Wenn der Stop-Loss aber hier unten wäre von demjenigen und der dann drauf wartet, hoffentlich redet der Paul so, dass ich nicht ausgestoppt werde aus meinem Long Trade, ja, dann ist es halt, muss man halt überlegen, ob das halt die richtige Strategie ist. Ja, aber wenn es halt wiederum oft genug zu diesen Ausbrüchen kommt und derjenige in Summe damit Gewinn hat, dann ist es doch auch okay. Ja. Also da muss man immer wieder, ja, immer wieder entsprechend die gesamte Strategie halt sehen. Ja, ja in die Squawkbox kann man leider nicht reinhören, weil die halt, weil das halt ein Webinar halt ist, von GoToWebinar. Deswegen, ich kann das nicht anmachen, weil es kann immer nur ein Webinar zur gleichen Zeit laufen lassen. Aber ihr könnt das gerne auch mal selber testen. Also ich würde jedem empfehlen, der sagt, Heiko ist mal in der Squawkbox, genau. Jeden, der das gerne mal testen möchte, kann ich ja mal darauf hinweisen. So, wir holen mal hier mein skytrading.de. So, also wer hier der Hinweis, wer über FX Flat ein Konto eröffnet, ja, der hat sogar die Möglichkeit, mit mir mal auch eine Stunde zu quatschen. Haben im letzten Monat doch einige in Anspruch genommen. Also wenn er hier bei der Kontoeröffnung das angibt, dann habt ihr hier die Möglichkeit, mit mir zu quatschen und falls sich sogar ein Coaching ergibt, auch die erste Stunde frei gegen Wert so ca. 250 Euro. Genau, könnte ich überlegen. Ansonsten betrifft der Squawkbox, geht er auf meine Skype-Trading-Seite und dann geht er hier auf Traders Talk und das könnt ihr 14 Tage kostenfrei testen. Und das heißt, wenn ihr das nun heute abonniert, dann seid ihr auf alle Fälle am Freitag dabei und dann könnt ihr euch hier das auch anhören. Ja. Ich glaube, hier unten war auch mal ein Mitschnitt dabei. Also hier ist ein Auszug dabei. Ja gut, 14 Minuten hören wir uns jetzt hier nicht an. Ja, aber das höre ich eigentlich ganz gerne. Also das habe ich immer bei News an. Nicht jeden Tag, aber ich höre es regelmäßig und es hilft mir schon im Handel. Es gibt auch bei YouTube ein Video, wo ich
wo ich das Ganze, achso, das ist das Sample. Es gibt auch ein Video, wo ich das Ganze auch mal mithandle. Ja. Also das kann ich nur empfehlen, da mal reinzugucken, ist auf Deutsch und deswegen für mich perfekt. So, gehen wir mal zurück zum Markt. Ich glaube, es sieht ja aus. Ja, das Reversal is coming. Das hätte ich gestern gebraucht. Gut, jetzt gucken wir mal hier, was der Gute dort. Irgendwas wird er schon erzählen. Ansonsten, wenn ihr die News trotzdem auch haben wollt, wo es auch eigentlich ganz gut mitkommt, auch auf Deutsch, ist hier von Guy oder Stock Street das News Terminal. Da laufen dann auch hier immer News dann durch. Hier kommt der Yields Report. Und Kanada hat den Leitzins wie erwartet bei 4,5 belassen. Ja. Und das ist jetzt nicht ganz so schnell. Ansonsten Twitter ist auch noch eine Möglichkeit, auf Twitter zu gehen. Und da habe ich zum Beispiel Live Squawk. Das ist dann halt auf Englisch, ist aber jetzt auch nicht so dramatisch, weil bei Englisch könnt ihr hier immer unten, könnt ihr auf so ein Dings draufgehen. So, und dann geht er auf Tweet übersetzen. Und dann wird das Ganze hier schnell übersetzt. Ist auch eine Möglichkeit. Ich habe Ja, und gehört, das. die Discord-Gruppe von Fit for Finanzen ist auch sehr schnell. Ja, ne, die ist extrem schnell. Die können wir hier auch. Die ist hier. Wir sind voll vernetzt. Ach, ist gar nicht an. Ach so, ich habe ja meinen Rechner vorhin neu gestartet. Ich habe Discord noch nicht im Autostart drin. Oh Mann, ey. Hier. So, ich würde jetzt mal hier nochmal, gab es noch ein, zwei Fragen. Also den Long Trade habe ich jetzt hier A verpasst und auch nicht gemacht. Hier oben wiederum Long zu gehen, würde ich jetzt, ja, ist ein bisschen tricky, aber theoretisch wäre das dann der Trade nur genau in die auf der anderen Seite. Also das, wo ich hier Long raus bin, das wäre jetzt hier an der Stelle Long Entry mit dem Ziel eines Exits da oben, was hier vorne ein Entry war. Also das wäre so der Trade, der denn dahinter stehen würde. Richtig cool wäre natürlich gekommen, hier unten irgendwo den Long zu haben, den ich jetzt hier aber nicht, den ich verschnattert habe, ist aber für mich okay. Um dann halt, und wenn man dann den Exit da oben schafft, wo man auch mal einen Exit hatte wieder, dann hat man das Doppelte von ein und derselben Strecke verdient und das finde ich als Trader auch immer, ja, ist ein schönes Gefühl, doppelt an einer, an ein und derselben Bewegung partizipiert zu haben. Und ich finde es immer, das ja eine schöne Belohnung der eigenen Arbeit, wenn man sowas halt mal hinbekommt. Ja. So. Aber prinzipiell oben im Widerstandsbereich long zu gehen, ist halt immer die Gefahr, dass halt der Markt nochmal in diese Range runtergeht und der Stop halt am Anfang doch recht groß ist. Ne? Also eine Range handelt man halt typischerweise von oben nach unten oder von unten nach oben. Ja? Also na, wenn das hier unsere Trading Range jetzt war, ja, dann gibt es da nur eigentlich zwei Möglichkeiten, wie ich das Ganze zu handeln habe. Wenn es so bleibt, wie es halt ist, bedeutet, oben geht man entweder short oder beendet einen Long Trade. Ja, also hier oben geht man short oder unten beendet man halt einen Long Trade, eins von beiden. So, und das ist am Ende egal, wenn der Markt diese Range halt macht. Wichtig ist halt, dass man es halt in der richtigen Reihenfolge macht. Sprich, ja, wenn man hier unten den Long halt eingegangen ist, der Markt läuft hoch, dann beendet man da oben seinen Long Trade oder eröffnet halt einen Short Trade. Und wenn der Markt wieder runterläuft, so wie das heute auch hier gelaufen ist, dann geht man da oben den Short rein und beendet den halt unten. Und wenn man halt keinen Short Trade gemacht hat, dann wäre es halt eher so, dass man hier unten den Long eröffnen würde. Ja, und würde den dann hier oben wieder beenden, den Long Trade. Mit der Option, vielleicht auch eine Teilposition drin zu lassen, falls der Markt halt doch nach oben durchläuft. So. Ja, so kann man das dann eigentlich immer hin und her handeln. So, ich würde jetzt noch mal ein paar Fragen beantworten, dann wären wir eigentlich durch auch für heute. Also, wenn
bei Twitch nochmal ein paar Fragen sind, dann raus damit, dann gucke ich da nochmal rein. Genau, CNBC. Also CNBC überträgt, also wenn man eigentlich bei YouTube das eingibt, Paul Live, findet man auf alle Fälle einen Sender, der das auch bei YouTube Live überträgt. Ja. So, dann sprich nochmal Short oder wieder auch Long zu gehen. Ja, wie gesagt, also kann man machen, habe ich jetzt nicht. Chainsaw, Dirk wollte Long. Also den Link. Achso, den Link kann ich nochmal reinstellen. Also, ja, können wir machen. Also. Wir machen jetzt mal. Ich gebe euch nochmal hier meine Seite und dann. So. Da ist nochmal der Link zu meiner Seite. Skype Trading, da findet man dann alles. An alle senden. So. So, müsste das jetzt auch da sein. Genau. Wer bei Discord nicht angemeldet ist und da mal reingucken will, wie, was die Jungs hier schreiben, das wird ja auch, läuft das dann hier durch. Ja, so den tue ich auch noch mal rein. In den Chat. Muss ich das, wo stelle ich das eigentlich hin? Ich an alle, ja. Gut, da haben wir alles. Wenn ich nochmal das Thema auf die Indikatoren lenken darf, wenn du wieder welche benutzen würdest, sozusagen als Bestätigung deines Tradings, welche hältst du am sinnvollsten oder für dich passend sind? Also wenn ich nochmal Indikatoren nutzen würde, ich nutze ja welche, denn die gleitenden Durchschnitte, zwei unterschiedliche, ist eigentlich der beste Indikator. Würde ich vielleicht jetzt ganz kurz nochmal zum Ende erklären, warum das der beste ist. Wir haben als solches zwei Indikatorengruppen. Einmal Oszillatoren. Ich mache mal wieder den Picasso. Ein weißes Blatt. Also wir haben zwei Indikatorengruppen. Und das sind einmal die Oszillatoren. Schreibe ich mal nur einen Oszillator. Das sind Indikatoren, die um einen gewissen Mittelwert rumschwanken oder typischerweise eine 0 oder 100. So. Ja. Die berechnen halt immer das Hoch und Runter halt in einem Markt. Und dann dagegen gibt es die andere Gruppe, das sind die Trendindikatoren. Und Trendindikatoren zeigen halt an, wie lange noch ein Trend geht. Trendstärkeindikatoren, ja, Momentum und so weiter, die aber keinerlei Begrenzung haben zwischen 0 und 100, die halt unendlich steigen oder fallen können in einer gewissen Art und Weise. Ja, sage ich jetzt mal, nicht ganz so genau nehmen, aber diese beiden Gruppen haben. Und das ist ja auch das Problem, was man halt hat. Wenn man jetzt in einem Trend eher in einem Trend mit einem Oszillator arbeitet, zeigt er mir zwar zuverlässig hier diese Hochs an, weil das, aber das Problem ist, dass die Rücksetzer halt sehr klein sind. Und ich habe dann halt mit dem Oszillator immer das Problem, dass ich halt mit dem Oszillator immer an einem Hoch verkaufe, was natürlich in der Trading Range am Hoch zu verkaufen ja sinnvoll ist. Also an einem Hoch bei einem Oszillator, also in einem Oszillator sieht ja der Chart darunter ja ähnlich aus. Also der ist dann typischerweise in einer Range oder in einem Trend, der vielleicht so aussieht. Ja, also so hier. Ja, so dann ganz, ganz verzackt. Ja, und da kann ich halt, wenn ich da jetzt der Oszillator ist bei 100, dann sage ich, okay, ich verkaufe dort und dann mache ich halt hier, gehe ich relativ weit oben mit meinem Trade dann halt Short und kann auch entsprechend Gewinne machen. Und wenn ich aber in so einem Trend halt da den Short oben suche, kann es halt sein, dass ich halt direkt ausgestoppt werde oder kaum in den Gewinn komme. Das ist halt das Problem, was man hat. Und jetzt kommt man zu einem Punkt, dass wenn man aber beides kombiniert, kann unter Umständen zwei gleitende Durchschnitte die Lösung sein, weil man nimmt jetzt da irgendeinen EMA, ich sage jetzt mal 30 als Beispiel, der läuft jetzt hier lang, ja, so nach oben, so. Und
Darunter läuft jetzt ein EMA 100, der läuft jetzt ja ein bisschen weiter in einem Abstand. Und solange ja der Markt halt in einem Trend bleibt, laufen diese beiden Indikatoren ja irgendwie so ein bisschen parallel zueinander. Und wenn jetzt der Markt abkippt, dann schneidet der Schnellere den Langsameren. Und dann hätten wir dieses Phänomen ähnlich wie bei einem Oszillator, dass der Markt dann sagt, okay, das könnte das Ende des Trendes sein unter Umständen und dass man hier dann eher die Short-Seite handelt. Und wenn jetzt wirklich der EMA 30 abkippt, ja, dann läuft der hier so nach wieder so. So sieht das dann aus. Und da kann es unter Umständen sein, dass das eine gute Kombination ist, weil es ist auf der einen Seite ein Trendindikator und wenn wirklich ein richtiger starker Trendwechsel kommt, dann schneidet der eine den anderen und es kann dann ganz gut sein, dass man dann damit dann gut fährt. Das wäre mal so meine Erklärung zu dem Thema. Ansonsten ist es beim Indikatorentrading so, dass man schauen muss, welche Struktur hat der Markt, um den richtigen Indikator zur richtigen Zeit zu nutzen. Und hinzu kommt noch, dass man die Indikatoren ja auch von Zeit zu Zeit anpassen muss, je nachdem, wie die Volatilität am Markt ist, weil der Indikator kann zu schnell reagieren oder zu langsam reagieren. Ja. Kann sein, dass der Indikator reagiert und dann ist der Markt aber schon auf der anderen Seite. Und das geht nicht durch. Also das sind halt alles Sachen, die man halt beim Indikator halt beachten muss. So gut war, dass hier nicht long war im Widerstandsbereich. Welche Oszillatoren würdest du bevorzugen? Oh, da fragst du mich jetzt was. Keine Ahnung. Also ich meine, ich habe bis jetzt immer so Stochastik oder sowas genommen. Bollinger Bänder sind auch ganz gut, weil sie halt in einem Trend vor allem, ja, Bollinger Bänder kombinieren auch beides sehr gut. Bei abnehmender Volatilität ziehen sich die Bänder zusammen und bei entsprechend hoher Volatilität kann man sie gut als Oszillator nutzen. Ja, stimmt. Bollinger Bänder. Ich selber habe so eine Art Bänder, aber die ich hier und da nutze, habe jetzt aber nicht die entsprechende Software dafür offen. Das sind dann eher Volume-Bänder, also die sich nach dem Volumen berechnen. Aber prinzipiell auch ähnlich wie die Bollinger-Bänder. Das kann man auch nutzen. Ich selber habe, also da, wo Bollinger-Band in war, da war ich schon weg vom Indikator. Deswegen habe ich das alles nicht mehr mitbekommen. Und dadurch, dass ich das sowieso nicht nutze, spielt es halt für mich auch keine Rolle. Also ich muss mich ja nicht mit Sachen befassen, die ich sowieso nicht nutze. Also von daher. Ja, und ich weiß natürlich, dass ein Bollinger Band halt in einer gewissen Bandbreite halt einen auch gute Zonen aufzeigt. Ja, aber das kann man auch in einem Trend auch verkehrt halt einsetzen. Ja, also wie gesagt, am Ende muss man für sich halt gucken. Also ich verteufel definitiv keine Indikatoren. Ich sage halt nur, man muss anders an die Sache rangehen. Also man muss halt gucken, dass man für sich halt erkennt, also erstens muss man wissen, was ist die Stärke des Indikators, was ist die Schwäche des Indikators, wie sollte der Markt halt typischerweise aussehen, damit der Indikator auch seine Stärke ausspielt und damit ich mit dieser Stärke auch Geld verdienen kann. Und dann muss man für sich halt überprüfen, halt, ob der Indikator dann halt für einen profitabel arbeitet. Heiko, ganz kurz, die Ja. Fragerunde fängt jetzt an bei Paul. Ah, okay. Da redet ja der Markt heute hoch, das gibt's doch nicht. Aber trotzdem, also ich bin ganz froh, ich hätte jetzt ja auch keinen weiteren Trade jetzt nicht mehr wirklich gemacht. Wie gesagt, aber vom Prinzip her wäre es jetzt immer noch okay. Jetzt müssen wir überlegen, ob man hier nochmal den Short dort oben eingeht. Im Sinne, oder ob man sagt, okay, der Paul, der bringt jetzt irgendwelche News raus, die dann prinzipiell dazu führen, dass der Markt dann halt doch in die eine oder andere Richtung mal ausbricht. Und mal gucken hier, was bei LiveScroc ist. Ob da schon was raus ist. Genau, also da kommen dann die News dann rein. Man kann sich das Ganze auch noch automatisieren, indem man so ein TweetDeck aufbaut. Das hat es bei mir aber irgendwie zerstört, das TweetDeck. Von daher, wer über diese News, ganzen News-Geschichte noch mehr wissen will, der kann hier bei YouTube auch mal suchen. Heiko Behrendt News Tools. Zack. Und da sieht man, welche News-Tools nutze ich. Und da gibt es ein schönes Video darüber. Genau. Gut. So, was war noch? Ah ja, Bollinger Band, wie gesagt, auch erklärt.
Also das ist die Aufgabe. Der Fehler, den viele eigentlich und viele Anfänger machen, die gehen halt so ran an einem Indikator, sagen, wenn der Indikator gibt mir ein Signal und das setzt man halt einfach um. So, wenn ihr das macht, werdet ihr ganz schnell mitbekommen, dass das so auf Dauer nicht funktioniert, weil halt genau diese Thematik zwischen Oszillator und Trend halt immer wieder abwechselnd ist. Und sondern dass man anders dran gehen muss, so wie ich das gesagt habe. Als erstes zu schauen, habe ich eher einen Range-Markt oder einen stark verschachtelten Trend? Ja, da wird ein Oszillator immer gut funktionieren. Wenn ich aber so einen starken Trend habe, so wie gestern hier, auf einer Seite im Dow oder im S&P oder was auch immer oder auch im Nasdaq hier, na gut, da war es jetzt kein starker Trend. Da saß jetzt, oder ach nee, im Euro-US-Dollar hatten wir so gestern auch so einen starken Trend gehabt. Da wird es dann mit dem Oszillator halt nicht funktionieren, weil da das Versuch, den Boden zu finden, ist dann halt dann schon schwierig, ja. So. Genau. Also das muss man für sich dann halt überlegen, was da für einen funktioniert und was nicht. Ja. Gut, ja, dann habe ich doch alles beantwortet. Ich wollte noch mal kurz bei Twitch reinschauen, was da die Jungs sagen. Hier nichts links noch rechts, ja. So, dann gab es ja aber auch so weiter nichts, glaube ich. Und dann haben wir es soweit. Ja, war am Ende doch ein cooles Webinar. Also einmal die Range von oben nach unten ganz klassisch durchgehandelt. Schön, dass Herr Paul oder die News um 16 Uhr dazu geführt haben, dass der Markt hier noch ein bisschen runtergekommen ist. Ansonsten bleibt aktuell der Nasdaq hier doch relativ gut noch in der Range drinne. Ich selber bin halt, also ich müsste jetzt zum Beispiel eher die Short-Seite suchen, aber bei mir ist halt auch so, wenn so ein Markt so eine Kante zwei, dreimal halt angehandelt hat und wenn man das hier noch ein bisschen runterzieht, dann hat der Markt diesen Bereich halt relativ oft hier unten schon gehandelt. Und da bin ich dann schon auch so ein bisschen der Typ, der sagt, irgendwann kommt mal der Ausbruch. Long würde ich jetzt nicht zwingend handeln, aber je öfter das passiert, desto weniger handle ich, würde ich dann auch den Short Trade wirklich eingehen, weil ich dann auch immer Angst habe, irgendwann kommt der Ausbruch und dann kriege ich hier gleich 20 Punkte Stop Loss und die will ich dann auch nicht haben. Also für mich steht jetzt auch gleich Feierabend an. Ich wünsche euch noch allzeit gute Trades. Ich hoffe, dass es trotzdem für euch Spaß gemacht hat, dass ihr euch ja, dass ihr da einen Mehrwert draus gezogen habt. Und wenn das so ist, dann lasst doch, wenn das Video in den nächsten ein, zwei Tagen online geht, einfach mal einen Daumen nach oben da. Könnt auch gerne nochmal unter das Video kommentieren, sofern ihr da nochmal Anregungen habt. Oder gibt ja auch Leute, die das jetzt noch gar nicht sehen, weil sie noch gar nicht angemeldet sind. Und dann vielen Dank auch an Andreas bei Twitch, dass er das Ganze hier übertragen hat. An die ganze Audience von über 200 Leuten, hier auch über 100. Also das, wie gesagt, eine schöne Reichweite und ja, wichtig ist halt, dass hier der Ausbildungscharakter durchgekommen ist und vielleicht bei dem einen oder anderen auch Klick gemacht hat oder zum Nachdenken anregt. Gut, dann freue ich mich. Wann sehen wir uns wieder, Nelson, das nächste Mal? Was sagt der Plan? Tja, wenn ich Tja, das hast du. wüsste jetzt auswendig. Ja, Ich ja, ja, weiß es ja, auch. Ich war ja gestern, beinahe wäre mir auch wieder der Fehler unterlaufen. Ich war ja. nämlich schon gestern bei Mai, aber wir haben ja erstmal, kommt der April, und zwar sehen wir, soll ich 19. sagen, am 19.04. Genau. Genau. Am Sehr 19. gut. Ja, Hat 19.04. Spaß gemacht. Also mir hat es zumindest Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und Mir auch. dann gibt es doch nichts dazu zu sagen. Dann können wir doch alle zufrieden und glücklich ins Wochenende gehen. Und wenn ihr noch handelt, dann passt auf eure Position, auf euer Risiko auf. Und dann freue ich mich, wenn wir uns dann bald wiedersehen. Ich gehe Schon zurück zum ins Nelson. Wochenende. Ja. Sehr gut. Ja, du hast alles schon gesagt. Vielen Dank, Heiko. Vielen Dank, Andreas. Fit for Finanzen, schaut da vorbei. Und vielen Dank an alle Twitch-Zuseher. Vielen Dank an alle, die hier bei uns live dabei waren. Ja, gute Trades heute noch. Natürlich auch für die restliche Woche. Vergesst nicht, am Freitag NFP wird sicherlich sehr spannend. Passt auf Der eure Dirk macht Positionen auch, auf. oder? Ja, Machst du? genau. Wir haben hier Ja. Webinar um Genau, wir haben Webinar, 14:15 Uhr. also beide. Ja. Bist du dabei? Also ich gucke sicherlich mal rein, aber ich muss ja erst meine Squawkbox anmachen und dann muss ich gucken, was der Dirk verbastelt hat. So mache ich das. Ja, sehr gut. Da freue ich mich. Dann bleibt Genau. gesund, passt auf eure Ja. Position auf und gerne bis Freitag. Ciao zusammen. Ja, bis dann. Tschüssi.